In unseren Gärten möchten wir so einfach wie möglich richtig viel ernten. Dabei ist es wichtig, einen fruchtbaren Boden zu haben, ein natürliches Gleichgewicht, damit Plagen und Schädlinge nicht unsere Pflanzen zerstören. Und wir brauchen natürlich auch die Bienen, die unsere Pflanzen dementsprechend auch bestäuben. Diese Pflanze neben mir kombiniert all diese Eigenschaften miteinander. Das hier ist Bienenwell, einer meiner Meinung nach besten Pflanzen in einer Permakultur, wenn nicht sogar ein Must-Have in jedem Garten. Bienenwell wurzelt sehr tief und bringt somit die Nährstoffe von den tieferen Schichten weiter nach oben. Also zum Beispiel Phosphor, Kalium und Stickstoff kommen dann über die Wurzel, werden dann in den Blättern gespeichert, und wenn ihr dann die Blätter aberntet bzw. abschneidet und als Mulch nutzt, habt ihr hier einen wertvollen Dünger für andere Kulturpflanzen. Vorteil von dem Mulch ist auch, dass der Bienenwell recht dunkel ist, das heißt, der wird nochmal zusätzlich durch die Sonne erwärmt. Außerdem hat Bienenwell einen Stoff Allantoin, welches das Pflanzen- und das Wurzelwachstum auch von anderen Pflanzen fördert, die da mit in der Nähe sind. Weiterer Vorteil ist, dass durch die Wurzeln Regenwürmer mit angelockt werden, weil die dann immer wieder ein paar Wurzelteile abfallen und die Regenwürmer das dann immer wieder zersetzen. Was ich hier gemacht habe, ist den Bienenwell am Rand von den Beeten zu setzen. Einfach aus dem Grund, weil der jetzt sehr monströs und buschig ist, tut auch sehr tief Wurzeln und als Beetumrandung optimal, um zum Beispiel nerviges Fünffingerkraut zu unterdrücken. Das ist mir dann immer wieder in die Beete gesprungen, hat dort gewurzelt und dann durfte ich es immer wieder aufwendig rausreißen. Genau das gleiche auch zum Beispiel mit Quäke oder andere Sachen, die es ziemlich gut unterdrückt. Außerdem verströmt Bienenwell einen leicht bitteren Geruch, welches Schadinsekten auch mit abwehren kann. Beispielsweise könnte man somit vielleicht den Kohlweißling irritieren, weil er den Geruch von dem Kohl nicht mehr so richtig wahrnimmt. Was ich auch hier gesehen habe, ist, dass es eine super Pflanze ist, auch wo die Ameisen ihre Läuse dran bringen. Das heißt, auch hier eine Ablenkungspflanze, damit die Ameisen ihre Läuse nicht auf meine Kulturpflanzen bringen. Und wie man unschwer erkennen kann, ist die Blütentracht sehr beliebt bei Wildbienen. Auch wieder hier ein Pluspunkt. Falls du keine Superheilung hast, wie ich als Rohköstler, so kannst du aus dem Bienenwell auch eine schöne Salbe machen und zum Beispiel Gelenkschmerzen oder auch Muskelschmerzen oder Verstauchungen und deren Schmerzen zu lindern. Und wenn du auch zum Beispiel Wunden hast, hier auch die Wundheilung mit zu fördern. Das sind doch genug Gründe, um diesen Allrounder bei euch im Garten mit anzubauen. So macht ihr euch das Gartenleben um einiges einfacher, und wenn ihr wirklich mal Schmerzen habt, könnt ihr kurzfristig hier auch für Linderung mit sorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Ich werde jetzt hier noch an der Seite zwei weitere spannende Videos empfehlen. Sonst freue ich mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.